Ja, hallo, guten Tag zusammen. Ich melde mich heute mal wieder zurück mit einem Thema, was ich schon viel zu lange habe schleifen lassen, und zwar alte Karten und Hohlwege. Hohlwege sind historische Relikte im Gelände. Aber anders als zum Beispiel jahrhundertealte und gut restaurierte Häuser, bei denen man sich denkt, oh, die haben auch schön gewohnt, bieten sie einen Blick auf den beschwerlichen Alltag der Menschen. Es sind Wege, die sich oft mehrere Meter ins Gelände eingeschnitten haben. Man muss sich vorstellen, dass bis mindestens Mitte des 18. Jahrhunderts Straßen und Wege unbefestigt gewesen sind. Das heißt, sie hatten keinen festen Untergrund, so wie das heute ist. Hohe Wege sind zu größten Teil an Stallstrecken entstanden. Das ständige Befahren mit Fuhrwerken hat den Boden immer weiter gelockert und das lockere Material wurde dann mit der Zeit weggeschwemmt. Dadurch hat sich der Weg immer tiefer in den Boden gegraben. Das ist auch absolut nichts Seltenes. Hohe Wege kommen sogar ziemlich häufig vor. Manche sind so auffällig, dass man sie gar nicht übersehen kann. Normale Spaziergänger wissen nur einfach nicht, dass das alte Wege sind. Heute verwittern sie und verwachsen. Manchmal weit weg von allen modernen Wegen, manchmal aber auch direkt daneben. Hohe Wege üben auf mich diesen Reiz aus, weil man, wenn man dort steht, sich direkt an einem früher oft genutzten Ort befindet, der heute aber irgendwie vergessen worden ist. Jeder kann selbst hohe Wege suchen und entdecken. Häufig gibt es in Wäldern Kreuzungen mit merkwürdigen Namen wie Hohler Baum oder Weißer Stein. Das sind dann frühere Kreuzungspunkte, die nach markanten Merkmalen benannt worden sind. Oft muss man sich nur dort im Umkreis umschauen, vor allem an den steilen Stellen, und schon findet man lange Gräben, die von der Kreuzung wegführen. Das sind die Hohlwege. Zuvor wollte ich hier noch eine kurze Einführung geben, wie ich das mache und wo ich das mache und wie das mit dem GIS-Programm funktioniert. Also ich habe hier eine Karte aus der Rothe'schen Sammlung, die ungefähr um 1850 entstanden ist. Sie ist echt in guter Auflösung verfügbar. Und ja, was habe ich jetzt damit gemacht? Es ist ja jetzt erstmal nur eine Karte, also eine Datei, ein Bild sozusagen, mit dem man digital erstmal nicht so viel anfangen kann als Karte. Es sind zwar Wege drauf eingezeichnet und so weiter, aber man kann jetzt digital sich nicht orientieren sozusagen. Und deswegen muss man das erstmal georeferenzieren. Ich habe hier mein GIS, das ist QGIS, mit dem kann man solche Sachen machen. Also hier haben wir jetzt Heidelberg heute, in moderner Zeit sozusagen, mit Höhen, was für diese Geschichte jetzt hier relativ wichtig ist. Und darüber geblendet habe ich oder werde ich nach dem Georeferenzieren diese rotische Karte. Ich habe das natürlich alles schon gemacht. Dieses Georeferenzieren heißt eigentlich nichts anderes als dieses Bild nehmen, sozusagen dieses starre Bild, die alte Karte, und dem Programm zu sagen, dieser Punkt auf der alten Karte ist dieser Punkt auf der neuen Karte. Da macht man ein paar Punkte und dann berechnet das Programm, wie diese Karte und wo diese Karte tatsächlich auf der Erde liegt und ja, wie sie eingepasst werden kann. Und das macht man deswegen, damit man Punkte auf der alten Karte, die eingezeichnet sind, sozusagen aufs heutige Gelände projizieren kann und dadurch ja, lokalisieren kann, damit man feststellen kann, dieser Punkt auf der alten Karte, der wird heutzutage dort und dort zu finden sein. Ich habe das hier mal aufgemacht, um zu zeigen, dass diese roten Punkte, das sind diese Punkte, von denen ich gerade rede. Bin also hingegangen und habe markante Punkte gesucht, die früher vorhanden waren auf der Karte und eindeutig zu identifizieren sind und die heute auch noch vorhanden sind, und habe das dem Programm gesagt und ja, es hat es dann berechnet. Ja, man kann hier ungefähr erkennen, ich mache das auch nochmal weg und wieder hin und wieder weg und wieder hin, dass zum Beispiel diese Straße, das ist die Plöcke, und hier die Hauptstraße, die passen ziemlich genau exakt aufeinander. Und damit man das jetzt hier nicht immer so blöd ein- und ausblenden muss, habe ich mich hingesetzt und habe die markantesten Straßen aus der rotischen Karte, also diese Straßenzüge hier, habe ich digitalisiert, vektorisiert, so dass ich diese Karte nicht mehr brauche. Und dadurch ist das hier entstanden. Und was ich jetzt machen wollte, ist hier auf dem Berg, auf dem Königstuhl, nach Hohlwegen suchen. Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil es hier ziemlich viele Wege gibt und es schwer zu identifizieren ist, wo könnte denn jetzt ein Hohlweg sein. Ich habe keine Lust, jeden Quadratzentimeter auf diesem Berg abzusuchen. Deswegen hilft mir diese Karte weiter, nein, falsch. So, also hier, das sind die alten Wege. So viele sind hier nicht eingezeichnet. Und
wie man jetzt diese Hohlwege theoretisch finden kann, das will ich ja noch überprüfen, ist, ich gucke, wo sind alte Wege eingezeichnet, wo sind steile Abhänge, also Steigen. Hohlwege bilden sich ja nur an Steigen, wenn da diese Fuhrwerke über Jahrzehnte und Jahrhunderte immer hochfahren, dann wäscht das aus und dadurch bilden sich Hohlwege. Also ich suche alte Strecken an Steigen, die nicht von modernen Straßen überbaut worden sind. Weil wenn eine moderne Straße da ist, dann ist meistens, hat der Hohlweg darunter gelitten, ist einfach weg, überbaut worden. Das sind die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit ein Hohlweg da ist. Und es ist überhaupt kein Problem, rauszufinden, wo eine Steige ist. Das sagt mir Google. Und es ist natürlich auch kein Problem, rauszufinden, wo keine moderne Straße ist. Das sagt mir auch Google. Nur das Problem ist, die alten Straßen zu identifizieren. Also die Karte ist schon mal nicht schlecht, weil sie eben ziemlich genau ist und aus der Zeit kommt, bevor geteert wurde und bevor Autos gefahren sind. Aber trotzdem sagen die eingezeichneten Straßen hier natürlich nicht allzu viel darüber aus, wie alt sie wirklich sind. Die Straßen, die hier angezeigt sind, sind auch nicht mal unbedingt alle Straßen. Vielleicht kann man das erkennen. Es gibt hier Wege, die mit zwei durchgezogenen Linien gezeichnet sind. Das sind wahrscheinlich Straßen oder große Wege. Und es gibt so eine Art von Pfaden, Fußpfade oder was auch immer, was für Pfade mit einer durchgezogenen Linie und einer gestrichenen Linie daneben. So, jetzt ist das Problem herauszufinden, was ist was und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier was Altes mit dabei ist. Diese Fußpfade können theoretisch beides sein. Also entweder nur ein kleiner, schmaler Fußpfad zum Laufen oder eben einfach ein alter Hohlweg, der nicht mehr von Fahrzeugen genutzt wird. Deswegen, nur weil hier das als kleiner Pfad eingezeichnet ist, weiß es nicht, dass da nicht theoretisch auch über Jahrhunderte lang Fahrzeuge gefahren sein können. Und diese Straßen, die hier eingezeichnet sind, das ist genau das Gleiche. Es können genauso gut Straßen sein, die alt sind, die noch immer genutzt werden, weil es noch keine Alternative gibt oder weil sie einfach noch okay sind. Es können aber auch inzwischen schon neu gebaute Straßen, befestigte Straßen sein, die einfach, was weiß ich, im 19. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert neu gebaut worden sind, als Alternative zu einem ziemlich heftigen, schwierigen Hohlweg. Also, es ist nicht ganz einfach. Dass diese Straßen hier eingezeichnet sind, heißt nicht, dass sie wirklich alt sind, und dass man damit Hohlwege identifizieren kann. Deswegen würde ich fast sagen, geht man so vor, man guckt auf diese Karte, guckt sich an, was ist vom Verlauf her eine Straße, die eingezeichnet ist und über eine schwierige Steige führt. Das guckt man sich mal an und dann guckt man, macht das Sinn, dass da ein Hohlweg sein könnte oder nicht. Und dann guckt man, ob da eine moderne Straße ist. Und so muss man sich dann eben diese Voraussetzungen zusammenreimen. Auf den ersten Blick sind das solche Sachen wie diese hier, die einfach senkrecht nach oben führen, also fast schon rechtwinklig die Höhenlinien entlang führt. Das wäre sowas hier, das ist hier als Fußpfad eingezeichnet. Das ist auch sowas hier und hier diese Dinger hier. Die sehen sehr danach aus, als würde da ein Hohlweg entlang führen können. Gerade bei sowas hier kann ich mir auch gut vorstellen, der Weg führt von hier unten aus Bergheim. Ach, was ist denn jetzt wieder los? Aus Bergheim, vielleicht von einem alten Flussübergang, könnte er hier hochgeführt haben und dann weitergeführt haben nach, was weiß ich, nach Sinsheim oder womöglich Neckargemünd. So weit, so gut. Jetzt mal noch gucken, ich habe jetzt diese wahrscheinlichen Hohlwege mal eingezeichnet. So, jetzt kann es losgehen. Ich habe all meine Sachen zusammen. Ich habe auch mein altes Handy ausgepackt, mit dem ich jetzt hier gerade filme. Und das ist mein aktuelles Handy hier. Da habe ich auf Google Maps die wahrscheinlichen Hohlwege draufgeladen, so dass ich dann, wenn ich dann vor Ort bin, jederzeit sehen kann, wo bin ich gerade und wo will ich hin. Ich will zum Königstuhl, der ist hier. Dann schauen, ob hier irgendwie was sichtbar ist und dann gehe ich weiter hier zu dieser Kreuzung. Da sieht es recht aussichtsreich aus und da schaue ich mich ein bisschen um. Am Ende laufe ich runter nach Heidelberg und fahre wahrscheinlich mit der Bergbahn einfach wieder hoch. Ja, was habe ich noch dabei? Ich habe hier meine Powerbank dabei. Das ist einfach ein Akku. Ein Solarakku, der sich theoretisch langsam mit der Sonne wieder aufladen kann, was recht praktisch ist. Und noch viel praktischer ist, dass ich da bis zu zwei Geräte dranhängen kann, zum Beispiel zwei Handys, von denen ich zufällig zwei dabei habe, die dann wieder aufgeladen werden. Ich muss mir also keine Sorgen machen um zu wenig Saft in meinen Handys. Das wird alles ganz wunderbar funktionieren. So, und jetzt bin ich gespannt. Ich fahre jetzt auch gleich los. Das Wetter ist nicht so besonders toll, aber dafür nehme ich Wanderschuhe mit. Alles klar,
Ich bin jetzt wieder da, wo ich schon mal nach den Hurrigen geguckt habe, wo ich jetzt einfach mal loslege. Da drüben sind sie. Da gehe ich jetzt mal runter. Also ich war hier ja schon mal und es war ja fast klar, dass es jetzt gerade irgendwie am Schiffen ist. Aber der Himmel klart gerade ein bisschen auf und ich hoffe mal, das hält jetzt. Fast sagen, dass das hier darunter der Plattelsweg ist, den ich eigentlich letztes Mal erwischen wollte und den ich nicht erwischt habe und stattdessen den falschen Weg gelaufen bin, der aber auch schön war. Naja, ist ja schön zu wissen. Das ist jedenfalls der Plattelsweg, der runterführt nach Heidelberg und der wohl der alte Weg war hier hoch auf den Berg und nach Neckargemünd. Also ich stehe jetzt hier den Hohlwegen, die ich letztes Mal schon gesucht habe, gefunden habe und wo ich heute eigentlich nicht mehr so großartig viel gucken will. Ich will einfach weitergehen. Und zwar, ich bin jetzt hier an einem blauen Punkt und will hier rüber. Da ist eine Kreuzung. Ist sogar ein bisschen die Sonne raus. Ist das nicht wunderbar? Und noch viel schöner ist, ich bin jetzt ungefähr da angekommen, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Ist das nicht ein wahnsinnig toller Hohlweg hier? Ich habe letztes Mal leider keinen Film gemacht, sondern nur Bilder und deswegen konnte man das nicht so gut sehen. Aber jetzt. Das ist ein Hohlweg hier. Da geht er. Ja, also ich komme jetzt in unbekanntes Gebiet. Was gut ist, dann kann ich endlich mal was entdecken. Kreuzung angekommen und habe jetzt gerade die ganze Zeit über keine Hohlwege mehr gesehen, weil ich auch nicht drauf geachtet habe. Aber jetzt, die beiden wollte ich nicht übersehen, konnte ich nicht übersehen. Also richtig tief eingeschnitten da drüben. Also ich würde am liebsten da weiterlaufen, das sieht ein bisschen unwegsam aus. Und direkt daneben. Direkt daneben ist noch einer nicht ganz so tief eingeschnitten, aber man kann es dann doch erkennen hier. Ich bin mittendrin in dem Hohlweg, man kann jetzt besser sehen, wie tief der eingeschnitten ist. Also der geht weit über meinen Kopf hinaus. Ich gehe jetzt einfach mal ein Stückchen entlang. Diese Kreuzung, die ich besuchen will hier, die hat mich schon beim Georeferenzieren ein bisschen durcheinander gebracht. Man sieht hier, dass da diese ganzen alten Wege da zusammenlaufen. Das ist also die Kreuzung. Wenn ich jetzt diese Karte mal ausblende, sieht man, dass es hier verrutscht. Da ist die Kreuzung ganz woanders. Also eigentlich passt diese. Ich blende hier nochmal diese Wege ein. Eigentlich passen diese Wege perfekt auf die Karte, wie man hier an der Stadt auch gesehen hat. Das passt also alles sehr gut. Nur an dieser Stelle hier, mit dieser Kreuzung, passt es eigentlich überhaupt nicht. Man sieht, dass hier diese alten Straßen hier zusammenlaufen, während die modernen Straßen und die ganzen Wanderwege hier ein Stück weit entfernt davon zusammenlaufen. So, kann sein, dass ich jetzt tatsächlich am alten Kreuzungspunkt bin. Der moderne Kreuzungspunkt ist da unten an der Straße. Das ist die moderne Kreuzung, da in der Mitte ist dieser pyramidenartige Stein. Das ist die moderne Kreuzung. Also, wie man sie sieht, ich bin immer noch an der Kreuzung. Die roten Verbindungen sind die auf der rotischen Karte, die ich ja georeferenziert habe und eingescannt habe. Die laufen hier an diesem Punkt hier zusammen. Ich bin jetzt ziemlich genau an dem modernen Kreuzungspunkt da laufen. Da sieht man ja auch wieder die modernen Straßen zusammenlaufen. Ist also ein Stück versetzt. Ich stehe jetzt hier auf dem Teerweg. Der ist auf Google Maps auch gut zu erkennen. Dieser breite weiße Weg. Ach, das stört das nicht scharf, das dumme Ding. Man sieht hier den roten Balken hier. Ach, blödes Teil, echt. Kann man das nicht? Nein, kann man nicht. Doch, kann man. Cool, jetzt ist es schärfer. Der rote Weg, das ist das, was ich als wahrscheinlichen Hohlweg bezeichnet habe. Gehst du wieder an. Und tatsächlich, also das ist absolut eindeutig. Hier sind jede Menge Gräben, die direkt von dieser Kreuzung, und zwar von dem oberen Kreuzungspunkt, wo ich eben gestanden bin, und nicht von dem modernen Kreuzungspunkt. Da gehen jede Menge Gräbchen und alte Wege, Hohlwege runter. Auch hier auf der Seite. Ganz, ganz eindeutig. Und ich würde sagen, das ist kein wahrscheinlicher Hohlweg, sondern ein sicherer Hohlweg. Ich bin gerade schon wieder ein bisschen anzuregen, aber naja, was soll's. Ich stehe jetzt also unterhalb der Kreuzung am Beginn dieser, was heißt am Beginn? An der Fortsetzung dieser Hohlwege von der Kreuzung aus. Das hier ist die moderne geteerte Straße und da geht es jetzt runter. Und auf der rötlichen Karte war das tatsächlich als Fußpfad eingezeichnet. Also hatte ich tatsächlich recht damit, dass dort auch Fußpfade eingezeichnet sind, die frühere alte Wege gewesen sind. Ja, es sieht nicht so einfach aus, hier runterzulaufen, aber es sind hier jede Menge, da verläuft einer, Gräben und Wege zu sehen, hier auch. Und direkt vor mir, die sind ziemlich verwachsen und so, aber allzu lang dürfte dieses Stück auch nicht sein. Ja, ich stehe jetzt immer noch mitten im Wald, wo alles so ein bisschen durcheinander ist, zuerst zur Furcht.
Ich bin von da drüben gekommen und wollte mich hier jetzt ein bisschen umgucken, weil es da vorne so nach Hohlwegen aussieht, darunter. Ich habe jetzt auch nochmal auf meine Google Maps geguckt mit den rotischen Fußpfaden. Und ja, also ich wollte eigentlich diesen hier weiter verfolgen, bis da unten zu der Kreuzung. Aber ich stehe jetzt mitten auf einem Fußpfad laut rotischer Karte, der hier nach unten geht. Und das kann ich im Gelände auch gut sehen. Es ist nicht ein Fußpfad, es sind mehrere Fußpfade, ein bisschen verschüttete Hohlwege, die hier nach unten führen. Also das passt mir wieder sehr gut alles hier zusammen. Wobei ich vermute, dass der eigentliche große Weg da vorne verlaufen müsste. Da gehe ich jetzt mal gleich hin und gucke mir das an. Ja, also ich bin jetzt ein bisschen abgewichen von diesem Idealverlauf hier, aber es ist trotzdem relativ eindeutig, dass zumindest. Bist du scharf, du Scheiß. Ah, danke. Dass zumindest hier ein größerer Weg runtergegangen ist. Also er ist ziemlich tief eingeschnitten. Aber wie gesagt, es laufen hier ganz, ganz viele Parallelwege nach unten zu dieser. Na, kommst du? Ja, zu dieser Kreuzung hier, wo ich jetzt auch hingehe. Also ich habe jetzt diesen Weg hier sehen können und den da oben habe ich sehen können. Mal gucken, das sind die Fußpfade hier. Die haben sich tatsächlich als Hohlwege herausgestellt. Oh, die wahrscheinlich einen Hohlweg mal an und die Pfade aus. Gucken. Ja. Ja, also diesen und diesen habe ich auch beide als wahrscheinlich gekennzeichnet. Schön, wenn sich Vermutungen bestätigen. Ich bin mittlerweile auch ein bisschen verkabelt hier. Ja. Der Akku meines großen Handys hier. Ja, wo ist es? Geht langsam zur Neige und ich bin froh, dass ich mein Akku-Pack dabei habe. Meine Powerbank, so dass ich jetzt mit USB-Kabel und Strom den Berg runterlauf. Und mit zwei Handys in der Hand. Also ich hoffe mal, dass mich keiner sieht. Ja, also das hat man offensichtlich Mitte 19. Jahrhundert als Straßenkreuzung oder Kreuzung gesehen. Hier sind Fußpfade und Straßen eingezeichnet. Und ja, wenn man sich umschaut, ist das eher so ein bisschen enttäuschend, was hier als Kreuzung bezeichnet wird. Aber tatsächlich gibt es hier immerhin einen Wegweiser, was schon mal nicht schlecht ist, aber. Also sehr viel frequentiert scheint diese Kreuzung heutzutage nicht mehr zu sein. Im 19. Jahrhundert, also ich bin jetzt. Wirst du wohl. Wunderbar. Ich bin jetzt von hier gekommen, also von da oben. Die beiden habe ich verfolgt hier. Nach da unten hin gehen jetzt laut Karte einige Wege runter. Einen davon habe ich auch als wahrscheinlichen. Hohlweg gekennzeichnet. Schauen wir mal. Ja, ich stehe also direkt da, wo der losgehen sollte. Okay, und da gehe ich jetzt. Wird das wohl dieser Radweg hier sein, der da runter geht? Also laut rotischer Karte stehe ich jetzt ziemlich genau dort, wo ich diesen Hohlweg vermuten würde. Aber hier ist alles so derartig verwachsen und verwildert, dass ich mir eigentlich kaum vorstellen kann, dass da vor 150 Jahren noch irgendeine Art von Weg langgelaufen sein könnte, der genutzt wurde oder so. Also hier ist wirklich nicht wirklich direkt irgendwas von einem Hohlweg erkennbar. Ich bin wieder zurück auf diesen Wanderweg gegangen, wollte gerade irgendwie weiterlaufen nach da unten, da steht irgendein Turm oder sowas und habe dann weiter oben im Wald hier einen Schnitt hier im Wald gefunden. Das sieht für mich aus wie ein Hohlweg. Geht auch ein ganz Stück da oben weiter. Ich laufe ein Stück hoch, damit ich das hinterher nachvollziehen kann, in welche Richtung das verläuft. Das ist eindeutig ein Hohlweg. Links davon, ja, da verlaufen auch so kleine Gräben und Wälle und so runter. Also das sieht schon so aus. Das hier ist wieder die Kreuzung, diese minimalistische Kreuzung, von der ich komme. Und der Hohlweg, den ich jetzt gerade gefunden habe, den ich jetzt auch gerade wieder ein Stück nach oben gelaufen bin. Das ist exakt dieser Weg hier, den ich von der rotischen Karte genommen habe, aber nicht als wahrscheinlich einen Hohlweg gekennzeichnet habe. Warum auch immer, muss ich mir nochmal angucken, warum ich das nicht gemacht habe.
Auf jeden Fall stehe ich jetzt gerade auf diesem alten Weg. Der gabelt sich hier auch nach links und nach rechts hier. Das einmal direkt nach Süden und einmal möglicherweise auf diese Kreuzung zu. Laut Karte macht das Sinn, wird der auch so eingezeichnet. Ich stehe jetzt auf der Trasse des Plättelswegs. Ich habe den schon mehrmals erwähnt. Das ist der alte Weg vom Schloss unten fast zum Gipfel des Königstuhls hoch auf die Plättelshöhe und von dort aus ging es dann weiter. Das hier muss diese Trasse sein, bevor ich nach Hause zurückfahre, will ich da mal kurz ein bisschen reingucken, damit ich den Plättelsweg auch mal gesehen habe. Also das ist ein relativ eindeutiger Hohlweg hier. Also jetzt hier am Ende noch ein Blick auf den Weg, den ich gegangen bin. Ich bin hier oben im Königstuhl aufgebrochen und dann hier diesen zickzackmäßig diesen roten Pfad hier runtergegangen. Die blau-weißen Streifen, die ich jetzt hier eingezeichnet habe, das sind dann die Hohlwege, die ich tatsächlich gesehen habe und beobachtet habe im Gelände. Und hier, das ist am Ende diese Kreuzung gewesen, wo ich in der Mitte versucht habe, den Hohlweg zu finden, der hier... Also es ist ja nicht der Hohlweg eingezeichnet, sondern es ist ein Fußpfad eingezeichnet, aber den habe ich einfach nicht finden können. Ich bin hier rumgelaufen und habe ihn nicht gefunden. Am Ende habe ich dann halt eben diesen Weg hier gefunden, einen Hohlweg. Und danach habe ich keine Hoffnung mehr gehabt, noch irgendwas anderes zu finden. Bin dann hier die modernen Straßen entlang gelaufen. Kann man langsam mal die rote Karte ausblenden. Ja, ich bin hier die moderne Straße entlang gelaufen bis zur Molkenkurstation, wo ich hier nochmal den Plättelsweg kurz angeguckt habe. Als Hohlweg, der hier unten nach oben führt und wo ich auch das obere Stück noch gesehen hatte. Das Fazit ist, dass die Strecken, die hier auf der rotischen Karte eingezeichnet sind, sowohl größere Straßen als auch Fußpfade beide Hohlwege darstellen können. Ja, aber auf jeden Fall die Methode, nach den steilen Abhängen zu gucken, abseits der modernen Wege, war eigentlich vollkommen klar, dass das funktioniert. Das hat auch funktioniert, das habe ich jetzt festgestellt. Ich habe viele hohe Wege gefunden, die ich auch erwartet habe.